Hallo und herzlich willkommen zu deinem Video für März 2023. Wenn du Waage im Sonne-Mond-Aszendent oder in der Venus hast, dann kann jetzt etwas dabei sein für dich. Kann deswegen, weil es eine allgemeine Legung ist. Bitte bedenk das immer. Eine allgemeine Legung kann nicht auf euch alle zutreffen. Spür rein, was für dich zutreffend sein könnte. Ich versuche so viele Möglichkeiten darzustellen, wie es nur geht. Und du spürst rein, ob es für dich zutrifft. Wenn nicht, kannst du gerne eines der anderen Sternzeichen-Videos, so du deinen Chart kennst, auf meinem Kanal anschauen. In der Regel sind alle Videos auf meinem Kanal zeitlos. Das möchte ich auch mal dazu sagen. Die Tatsache, dass ich immer dazu sage, März, Februar, was auch immer, ist eigentlich nur das Erscheinungsdatum. Aber du kannst auch hergehen und die ganzen Videos aufrufen und dann nach Prinzip Zufall eins auswählen, dann dürfte auch etwas dabei sein für dich. Ja? Ihr Lieben, die weibliche Hauptpersonenkarte bist in jedem Fall du, die oder der du hier zuschaust, unabhängig deines Geschlechtes also. Und die männliche Hauptpersonenkarte ist dein Gegenüber, auch unabhängig des Geschlechtes. Bedenkt bitte auch, dass Zeit fließend ist und Rollen können vertauscht sein. Und ich starte jetzt auch sofort mit deiner Legung. Ich habe ein 9x4 Kartenbild Lenormand-Karten ausgelegt. An der Unterseite, das ist eine Extended-Version, wie die Kenner von euch sicherlich schon festgestellt haben. Und an der Unterseite liegt der Baum. Der Baum, da geht es um das Thema Gesundheit, Krankheit, Heilung, um das Thema Wachstum, um etwas, was stabil ist, etwas, was tief verwurzelt ist. Der Baum steht auch für das Leben und auch für Lebenskreisläufe. Und wir gucken jetzt an, was hier los ist. Ich bin mal neugierig. Unten drunter liegen die Vögel, die für Unruhe, Gespräche, und da kommen die Herausforderungen. Das ist gerade so ein Stillstand. Dieser Stillstand, da kommt der Ring. Kann sein, dass hier in Partnerschaften, Beziehungen oder Thema Verbindlichkeiten da ist, und da ist die Sonne. Die Sonne steht für den Erfolg und hier kommt das Fernglas, eine Lupe ist es genau. Und die Lupe sagt, schau mal genau hin, und vielleicht braucht dieses genaue Hinschauen noch etwas Zeit, meine liebe Waage. Der Baum ist für mich auch so ein Zeichen, Thema Heilung, Thema, das jetzt eben etwas, was tief verwurzelt ist, in dir geheilt werden darf. Und wenn ich von Heilung spreche, wisst ihr ja, spreche ich immer energetisch, ja? Wenn ihr diesbezüglich Themen habt, dann geht bitte unbedingt zu einem Arzt oder eben einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft. So, ihr Lieben, wir gucken jetzt mal. Du liegst hier im Haus des Neubeginns. Ganz interessant. Das heißt, du beschäftigst dich mit dem Thema eines Neubeginns. Irgendetwas willst du neu machen. Du schaust hier auf die Fischekarte. Die Fischekarte steht für die Finanzen. Du hast hier einen Zwiespalt, was die Finanzen angeht, auf finanzieller Ebene und oder auch auf Seelenebene. Ich schaue jetzt gerade mal, der Fuchs liegt hier unten, genau. Wenn ich mir das hier so anschaue, dann hast du hier vielleicht
ein Thema, entweder auf Seelenebene etwas loszulassen, und bist damit im Zwiespalt und oder es kann auch hier um das Thema Arbeit gehen, um das Thema Beruf, Berufung gehen. Fakt ist, dass das Thema Trennung hier unten dir drunter liegt. Das ist etwas, was, wie soll ich denn sagen, schon im Raum schwebt, aber noch nicht so ganz bewusst ist. Ja, hier kommen also Entscheidungen und schaut mal, die haben einen Platztausch gemacht. Die Wege liegen im Haus des Turmes und der Turm im Haus der Wege. Das heißt, hier geht es definitiv um Entscheidungen, die mit Firmen, mit Behörden zu tun haben, die Thema Rückzug, Grenzen setzen und oder Trennung angehen. Ja. Die Brücken sind hier eine sehr schöne Karte, denn die Brücken sind immer etwas, wo eine Verbindung hergestellt wird. Und dort, wo eine Verbindung hergestellt wird oder werden soll, was die Kommunikation angeht. Also hier geht es darum, gerade bei diesem Thema, meine liebe Waage, und wir sind schon mittendrin in deiner Thematik im März, Brücken zu schlagen. Schlagen hört sich immer ein bisschen doof an. Also Brücken aufzubauen, um in die Gespräche zu gehen, in die Kommunikation zu gehen. Denn die Kommunikation liegt hier im Haus des Berges und sagt mir, da hapert es noch ganz schön. Die Kombination mit Fische und Sterne im weiteren Verlauf ist auch noch der Mond. Kann jetzt eine Bedeutung haben, dass hier auf der psychischen Ebene gerade eine große Umstrukturierung bei dir stattfindet. Die kann sich in gewissen Erschöpfungszuständen äußern. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass es hier, und wie gesagt, ich rede immer auf energetischer Basis, ja. Die andere Möglichkeit ist, dass es hier gewisse um einen Besitz geht, um einen wertvollen Besitz, der viel Geld hat. Und da sind noch ein paar Umwege, Schwierigkeiten. Habe ich hier eben auch noch mal dargestellt. Der Verlust des Besitzes hier wäre allerdings ein riesengroßer Erfolg. So, jetzt muss ich aber den Verlust erklären. Natürlich nicht in der Art und Weise, dass hier etwas verloren geht, im Sinne von. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das sage. Also es geht hier eher um das Thema Loslassen, ja, dieses Besitzdenken loslassen und Besitz auch umwandeln, ja, in etwas, was dir mehr nutzt, weil der Besitz hier liegt im Haus des Sarges und da ist ein gewisser Kummer da. Die Sense sagt, dass hier zum einen ganz plötzlich jetzt Umwege und Schwierigkeiten abgeschnitten werden. Etwas Altes wird abgeschnitten. Die Klarheit kommt hier auch rein, was gewisse Muster sind, was gewisse Umwege und Schwierigkeiten angeht. Diese Muster sind definitiv auf Gedanken-Gefühlsebene. Und betreffend das Thema Liebe bzw. Selbstliebe, ihr wisst ja, das Herz ist bei mir auch immer so das Synonym Selbstliebe. Natürlich kann es auch um deine partnerschaftliche Liebe gehen, weil hier liegen ja zwei gegenüber, ja. Einmal sind hier, das scheint die Vergangenheit gewesen zu sein, weil du dich hier schon komplett neu orientierst. Einmal ist hier der Gegenüber Nachrichten, Botschaften, er liegt im Haus der Nachrichten, die schicksalshaft sind, die jetzt
eben auch so sein müssen. Und hier geht es wirklich in das Thema Belastungen beenden, etwas Schicksalshaftes jetzt verändern. Diese Veränderungen, weil ich gerade jetzt auf die Störche auch noch schaue, sollen auf Gedanken-Gefühlsebene stattfinden. Und die Mäuse sagen, da ist natürlich auch noch Angst da. Ganz logisch, weil Veränderung macht uns immer, immer Angst. Das ist einfach so. Wir sind Menschen und wir sind Gewohnheitstiere. Und ja, und wenn wir so aus der Komfortzone rausgequetscht werden, dann ist es immer etwas unangenehm und häufig auch eben belastend. Das, was ich hier vorhin gesagt habe, ja. Es sind auf Herzebene ebenfalls auch noch gewisse, schau mal, der Irrgarten sagt, da ist noch etwas unklar. So, der Weg, wo es hingeht. Eigentlich sehen diese Personen hier, ich möchte euch das mal zeigen, die können über den Irrgarten drüber gucken. Also sehen eigentlich, wo es dann nicht mehr weitergeht, ne? Und trotzdem sind sie in diesem Irrgarten drinnen. Das heißt, hier darf noch mehr Klarheit reinkommen. Das sagt auch der Kompass. Also mit Sicherheit, sehr schön, meine liebe Waage, kommt hier eine Neuausrichtung. Der Kompass ist immer eine Ausrichtung, ne? Normalerweise ja gegen Norden, dass man weiß, wo man hinzugehen hat. Aber das ist eine Neuausrichtung für mich. Und schaut mal, der Neubeginn liegt ja nebendran, ja. Etwas Neues, sich auf das Neue ausrichten, den Fokus auch dahin zu bringen, auf das Neue, sich neu ausjustieren und hier jetzt Veränderungen im Leben anzugehen. Also definitiv, du scheinst da auch schon mittendrin zu sein, meine liebe Waage. Im Übrigen, was ich am Anfang vergessen habe, dieses Reading hier bekommt natürlich auch noch eine Erweiterung mit den Seelenblickkarten, die ihr ja schon kennt. Nachher, ja, machen wir noch einige Karten, um noch tiefer zu schauen. Aber das zeigt sich hier schon sehr deutlich, dass es bei dir, wie gesagt, um einen kompletten Neuanfang geht. Und ich habe hier, wie gesagt, das Thema sowohl Gedanken, Gefühl, Herzebene. Also hier wird ganz viel Altes losgelassen. Und die eigene Wunschausrichtung ist hier schon, also hier ist schon ein großer Schritt jetzt in der Vergangenheit gegangen worden. Gut möglich, dass das jetzt Dezember, Januar war. Dezember, Januar waren heftige Energien unterwegs. Da hat es ganz viele gebeutelt, sag ich mal. Ganz viele Themen sind da aufgekommen. Und das sieht mir hier danach aus, dass das hier in der Vergangenheit war, dass es hier Nachrichten gab an das Gegenüber oder vom Gegenüber, die hier schicksalshaft waren, was die Wünsche, was die Sehnsüchte angeht. Belastungen diesbezüglich, die ausgesprochen worden sind. Thema Sicherheit, Thema Hilfe und Unterstützung, Thema Vertrauen, Thema Treue kann hier ein Thema in der Vergangenheit gewesen sein und da eben eine neue Zielausrichtung, die gewünscht wird. Ja, er schaut jetzt hier in den Reiter. Der Reiter sagt Nachrichten, Angebote, Chancen, die hier von einem Glück sprechen. Das heißt, das Glück liegt hier, allerdings liegen da die Mäuse drauf. Also etwas knabbert gerade an dem Glück hier beim Gegenüber. Und das hat mit einer Neuausrichtung zu tun, definitiv bei dir.
Und das Thema könnte hier auch tatsächlich sein, dass mit Sicherheit Entscheidungen bezüglich einer Trennung angesprochen worden sind, dass hier Thema Aktivität, der Mann im eigenen Haus ist immer noch mal ein Hinweis auch auf das Thema Aktivität. Und im eigenen Haus zeigt es an, dass diese Person auch sehr in sich ruht, also sehr gefestigt ist. Zum einen habe ich hier also jemanden liegen, da könnte ein Gespräch gelaufen sein, was das Thema Hilfe, Unterstützung, Vertrauen angeht, als Ziel, als Wunschausrichtung, dass hier auch in der Vergangenheit Belastungen da sind oder waren. Hier ist noch so das Thema Festhalten, etwas verankert, in der Familie verankert. In der Familie verankert heißt, dass es etwas tiefergehendes sein kann, was sich jetzt hier löst. Es kann auch das Thema sein, hier Diskussionen, Streit gab es definitiv, ja, im Leben. Also auch etwas, was ganz lange schon da ist. Auf jeden Fall etwas, das ist jetzt nichts, was plötzlich kommt, sondern das sind Gespräche da, wo es um Thema Hilfe, Unterstützung oder um das Vertrauen geht. Und mit Sicherheit ist hier etwas eben, ja, ich habe den Eindruck, zerbrochen oder aufgeplatzt. Ich würde eher sagen, aufgeplatzt, weil weil hier etwas klar geworden ist, definitiv. Und zwar etwas, was lange, lange Zeit schon nicht gesund und nicht gut war. Die Wege sagen hier, jetzt geht es um das Thema Trennung, Rückzug und Grenzen setzen. Das ist ja auch die eigene Stabilität, ne? Also unsere Stabilität, unsere Festigung im Leben. Und wenn ich gehe, und das habe ich gerade, dann geht hier immer eine Energie mit weg, die hier, ich habe gerade auf den Baum gedeutet, also die hier wirklich tief verankert war. Also, ja, was ich hier noch habe in der Öffentlichkeit, da gibt es, also du willst hier etwas oder hast hier auch etwas öffentlich gemacht. Und da sind Brücken geschlagen worden, also Verbindungen entstanden. Verbindungen, die mit gewissen Entscheidungen zu tun haben. Hilfe, Unterstützung als Nachricht, als Angebot, als Botschaft auch in Kürze. Das bedeutet, dass hier aus der Öffentlichkeit Verständnis kommen kann. Es können hier weitere Informationen kommen, die die nächsten Schritte quasi einleiten. Ja, um immer mehr hier, das Thema ist deine eigene Kraft und Stärke. Der Bär im Haus des Sarges sagt genau, das ist eben gerade der Kummer, das ist gerade nicht da. Die eigene Kraft und Stärke. Hier ist etwas Altes, was Kummer gemacht hat, wird jetzt beendet, wird jetzt definitiv abgeschnitten. Der Wunschbrunnen liegt hier hinten sehr schön. Ja. Da geht es um die tiefen Gefühle, da geht es auch um etwas, was in der Tiefe liegt. Aber für mich ist der Wunschbrunnen immer eine gute Karte, dass hier überraschend etwas kommuniziert wird, was mit den eigenen Wünschen zu tun hat.
Und ich habe aber den Eindruck, dass diese Person, weil das ist hier die äußeren Karten, dieses Gegenüber, der schaut hier noch auf die Ereignisse, die in jüngster Vergangenheit stattgefunden haben. Diese Person ist sehr in die Vergangenheit orientiert. Das kann jetzt sein, dass es eine Person ist, dass dein Gegenüber zum Teil mit den aktuellen Gegebenheiten zu tun hat, andererseits tatsächlich sich vielleicht fragt, welche Entscheidungen hier in der Vergangenheit falsch gelaufen sind. Ja, hier habe ich ja auch liegen die Masken, die neue Ausrichtung, Thema falsch Risiko, das Risiko, was die Harmonie und die Familie angeht und hier in der Öffentlichkeit. Also ich habe hier schon so das Gefühl, dass dein Gegenüber, wenn es eine Person ist, und ihr wisst ja, die Rollen und die Energien können hier mehr schichtig sein. Ich kann es jetzt nicht anders ausdrücken. Zum einen nehme ich das tatsächlich so wahr, dass das eine Person sein kann, die jetzt in einem riesen Zwiespalt ist, weil hier etwas vorgefallen ist an Nachrichten, an Botschaften, an Kommunikation, was vorher nicht stattgefunden hat. Und dieser Zwiespalt hier liegt im Übrigen mit dem Thema Bewusstsein und hat hier die Verbindung zu ihm. Also er ist gerade in einem Bewusstwerdungsprozess drinnen. Das Gegenüber hier unten, was ebenfalls das Gegenüber sein kann, das ist dieser Zwiespalt. Auf der einen Seite ist ihm das natürlich ganz klar, auf der anderen Seite schaut er, was ist denn in der Vergangenheit tatsächlich passiert. Das Risiko, etwas, wo die Würfel gefallen sind, liegt hier schon schicksalshaft. Das bedeutet, das, was hier in jüngster Vergangenheit war, sollte genau so passieren. Dass es jetzt zu einer Neuausrichtung, zu einer Umstrukturierung kommt. Ja? Der Wandel, der Angst macht, ist ebenfalls schicksalshaft. Noch ist der Wandel mit gewissen Verzögerungen behaftet. Das liegt hier ebenso, weil das Glück hier noch gesehen wird im Berufsleben. Aber da knabbert schon ein bisschen was dran. In der Berufung, im beruflichen Thema Selbstständigkeit. Und ich sage es immer gerne dazu, Selbstständigkeit ist hier oben und unten die eine weitere Bedeutung dieser Karten. Und Selbstständigkeit meint aber auch Thema unabhängig machen. Ja, unabhängig von den Gefühlen, von den Empfindungen, von gewissen Dramen in unserem Leben unabhängig machen, sondern und das liegt ja hier mit dem Neubeginn, diese komplette Neuausrichtung, die bei dir gerade aktiv ist. Also solltest du dich fragen, was gerade bei dir in deinem Leben los ist. Hier ist ein kompletter Neuanfang angezeigt, der schicksalshaft ist, diese Neuausrichtung auf der Gefühls- und Gedankenebene, auf der emotionalen Ebene ist gerade einiges los, meine liebe Waage, bei dir und auch bei dem Gegenüber. Hilfe, Unterstützung, Vertrauen hier in das Thema Liebe, aber auch das Thema Selbstvertrauen. Aber hier ist ein Thema mit der Kommunikation. Zu wenig oder keine Kommunikation
ist auf jeden Fall hier ein großer Ankerpunkt. Also da sollte mehr kommuniziert werden, mehr in die Öffentlichkeit. Also öffentlich muss jetzt nicht unbedingt heißen in einer Gruppe, kann heißen in einer Gruppe. Ja, spult mal zurück, was ich zu den beiden Karten gesagt habe. Und kann aber hier auch sein, dass es tatsächlich darum geht, miteinander mehr zu reden, ja. Und dieses Thema mit den Entscheidungen, die bezüglich der Sicherheit hier einhergehen, der eigenen Sicherheit, beziehungsweise der Sicherheit auch dieses Gegenübers oder die Aktivitäten, die hier angezeigt sind. Da ist noch so ein bisschen ein Geheimnis, was hier auf familiärer Ebene ist. Da ist noch etwas, was nicht bewusst ist. Etwas noch im Verborgenen, was hier mit der Liebe zu tun hat. Also ein Liebesgeheimnis ist hier. Vielleicht ist es auch gerade ein Thema bei euch, das hier von einer Trennung ausgesprochen wurde. Die Kommunikation hier und gewisse Herausforderungen, die damit einhergehen, eben noch zu klären sind. Es kann hier auch natürlich darum gehen, dass du vielleicht sehr bezogen bist auf ein Kind. Das ist auch gut möglich. Es ist hier die erste Tochter angezeigt, die noch ein bisschen Stabilität vielleicht braucht, die hier noch im Wachstum ist, oder der dritte Sohn, und da hier noch gewisse, also das fühlt sich so an, wie gewisse Verpflichtungen da sind hinsichtlich dieser Tochter und das oder dem dritten Sohn. Und das kann natürlich hier auch bei dir dieses Chaos noch anrichten, hier diesen Zwiespalt auf der einen Seite hier wirklich was verändern zu wollen, auf der anderen Seite so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen auf Gefühlsebene. Ja, und hier eben die Neuausrichtung. Das war das Wort zum Sonntag. Ich lösche es nicht raus, ich lasse den Ton drinnen. Das war jetzt genau, also wenn solche Töne immer kommen, dann hat es auch natürlich seinen Grund. Zum einen war es eine Erinnerung für mich, zum anderen hat es dann hier nochmal die Bedeutung bestätigt, was ich vorhin gesagt habe. Also dieses Risiko ist hier dargestellt mit dem Thema entweder eines Vaters, mit dem Thema Vaterschaft. Es kann auch ein älterer Mann sein, der hier im Hintergrund wirkt, oder eine vermeintliche Harmonie und Zufriedenheit. Ebenso ist es hier auch das Thema Ausgleich und Balance mit dem Risiko der Fuchs und die Masken. Habe ich hier tatsächlich den Eindruck, wirklich zu sich zu stehen, also die Masken fallen zu lassen, gerade auf Gefühls- und Gedankenebene. Das ist dieser Zwiespalt, der hier noch angezeigt ist, auch auf der Ebene des Bewusstseins. Also ich habe den Eindruck, dass noch so peu à peu in den nächsten Monaten einiges mehr bewusst wird, wo die Reise hingeht, wo die Entscheidungen dann auch hingehen, so diese Zielausrichtung hier.
Da hat schon eine stattgefunden in der jüngsten Vergangenheit. Dennoch sage ich, da kommt noch mehr. Wenn das Kreuz da drauf liegt, dann ist es wichtig und dann wird hier was auch schicksalshaft geduldig nach vorne gebracht. Schaut mal, wir haben hier zwei Bewegungskarten dran. Auf jeden Fall geht hier was jetzt in eine andere Richtung. Definitiv. So, meine Lieben, was habe ich hier noch drin liegen? Ja, das ist auch so, die Umwege und Schwierigkeiten, die hier zusammenhängen mit einer Hilfsbereitschaft, mit, ich wollte jetzt schon sagen, Gutmenschentum. Und das Thema ist hier auch ehrlich zu seiner Meinung zu stehen, wirklich. Auch klar zu kommunizieren ist ebenfalls ein Thema. Und das ist einfach ein Lernprozess. Das ist ja das, was hier schon angezeigt ist, ne? So die neue Kraft zu bekommen, diese neue Harmonie und Stärke, dieser Ausgleich, diese Selbstsicherheit, habe ich hier liegen, dass Glück in deine Hand nehmen und ja, wirklich jetzt für deine Wünsche und Ziele auch einstehen. Und das ist hier auf jeden Fall ein großes Thema bei dir. Ja. Denn jetzt ganz gerne eine Karte für die Mäuse. Die ist zwar jetzt da oben hingesaust, aber in Gedanken hatte ich die Mäuse. Deswegen kommt sie auf die Mäuse. Und das passt auch super perfekt, weil die Mäuse knabbern jetzt Belastungen weg. Thema Geduld, voilà. Thema Geduld kam raus. Konzentration, auch das Vertrauen zu haben, dass jetzt alles, ja, es sind Sorgen, Kümmernisse da, aber es wird jetzt alles in die richtige Richtung kommen. Es kommen auch Erkenntnisse über Umwege und Schwierigkeiten, über bestimmte Muster, über bestimmte Komplikationen. Der Fokus richtet sich hier neu aus. Und das mit Sicherheit, ja, hier kommt die absolute Neuausrichtung rein. Im Übrigen habe ich hier auch noch zwei Frauen dran liegen. Es ist gut möglich, dass du hier mit zwei Frauen Kontakt hast, die in einer ähnlichen Situation stecken wie du. Und dass hier auch so ein bisschen gegenseitige Hilfe und Unterstützung passiert. Ich hätte jetzt ganz gern eine Karte für ihre Wege. Die ihre Wege. Da kommt der Winter, Kälte, Gefühlskälte. Vielleicht geht es hier darum. Hallo Fokus, Dankeschön. Diesen Stillstand, einen Stillstand. Ich bekomme jetzt so zwei Sachen rein. Auf der einen Seite bekomme ich hier rein, dass ein gewisser Stillstand dir guttun würde. Und ich habe hier den Eindruck, dass es mit der Arbeit zu tun hat, damit du dich hier fokussieren kannst auf den Neubeginn und auf die Neuausrichtung. Das ist ein Thema. Zum anderen habe ich hier auch das Gefühl, dass in dir so ein bisschen das Thema Gefühlskälte ist. Also
du für dich wahrnehmen sollst, darfst, kannst? Was dir gut tut. Das ist das nächste, was ich hier reinbekomme und wo es eben diese Irrwege geht und diese Irrwege letztendlich damit zu tun haben, was die Klarheit angeht und was die Bewusstwerdung angeht, wo hier eben dieser große Zwiespalt ist. Also bei euch, meine liebe Waagegeborenen, sehe ich hier einen großen, großen Prozess, der jetzt angefangen hat und der sich jetzt eben Stück für Stück in deinem Tempo weiter bewegt. Ja, natürlich nur, wenn du natürlich mitgehst. Ja, ihr Lieben, es ist meistens eine Illusion, wenn wir meinen, dass immer alles auf uns zukommt. Manchmal müssen auch schon wir in die Aktion gehen. Aber hier mit den Bewegungskarten hinter dir habe ich den Eindruck, dass du schon in die Aktion gegangen bist und jetzt eben so die nächsten Schritte anstehen. Jetzt habe ich den Eindruck, dass er hier aktiv werden dürfte. Was die neue Zielausrichtung angeht. So. Jetzt hätte ich ganz gerne bitte noch eine Karte für die Brücke. Ja, ich bekomme so rein das Thema, sich eben auch wirklich zu öffnen für das neue Glück, für die neue Stabilität. Ja, ganz genau. Das Ganze zulassen, langsam es beenden. Etwas altert, Vergangenes ist vorbei. Ja, das ist definitiv eine. Dass es auch langsam gehen kann. Also. Etwas wird hier langsam beendet, was in der Öffentlichkeit ist. Und dieses Öffnen, schaut mal, da liegt das Glück drauf. Aktivitäten sind hier noch ein bisschen verzögert mit den Mäusen. Sagt aber auch, dass hier an dieser Person etwas nagt, schicksalshaft, was mit diesem Thema hier zu tun hat. Und sowohl diese Person als auch diese Person hat noch das Aktivitätsprinzip mit drinnen. Das heißt, dass hier aktive Nachricht gekommen sind, die schicksalshaft sind. Das betrifft dich, das war in der Vergangenheit. Und dass jetzt das Thema Aktivität in Kürze angezeigt ist, Belastungen, die mit dem Beruf zu tun haben, mit der Arbeit, mit einer Ausbildung kann das auch sein. Und oder meistens ist es dann alles mit dem Thema an etwas festhalten, an etwas, an einer familiären Stabilität festzuhalten, habe ich hier so den Eindruck, ja, an dem vermeintlichen Glück festzuhalten. Also dieses Glück hier mit dem Kreuz nebendran, ja, sagt mir das, dass das etwas ist, was, also es fühlt sich an wie so ein goldener Käfig. Da spürt man selber rein. Natürlich kann es auch etwas Wichtiges sein, aber ich habe so den Eindruck, dass hier etwas angezeigt ist, gerade auch noch mit der Rösselung auf die Fischekarte hier und die Fische im Haus des Fuchses, dass das hier etwas ist, was sich so ein bisschen anfühlt wie ein goldener Käfig.
Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, weil hier das Kind drinnen liegt. Das Kind sagt zum einen auch kleine Schritte, was das Thema Seele angeht. Vielleicht kommen hier kleinere Geldbeträge rein oder es geht hier um das Thema auch Selbstwert, dass hier jetzt neue Schritte kommen, eine Neuausrichtung bezüglich des Selbstwertes. Und diese Neuausrichtung, ja, geht halt mit gewissen, Prozessen vor sich, wo man sich darüber klar werden darf. Ja? Ich hätte ganz gerne wieder eine Karte für die Maske. Genau. Das habe ich wahrgenommen, dieses Thema Ohnmacht, Stillstand, Gefangensein auf der Gefühlsebene. Das ist eine Illusion, meine Lieben, denn ihr könnt alles verändern, ja? Ich möchte bitte für den Fuchs noch eine Karte, jawohl. Der Zwiespalt, die weibliche Hauptperson ist daraus gefallen. Und bitte jetzt auch noch für die Würfel eine Karte. Ein Geschenk, schaut mal. Es ist ein Geschenk. Etwas fällt dir zu, Freude ohne Mühe. Die Würfel, man sagt ja auch, also die Karten neu gemischt werden, hier sind die Würfel sind hier jetzt eben, wie sagt man da? Da gibt es auch so ein Sprichwort neu gefallen. Oder die Würfel fallen neu. Also quasi, es werden die Karten neu gemischt und das ist ein Geschenk für dich, ja, vom Universum. Ein schicksalshaftes Geschenk, etwas, wo du dir jetzt nochmal überlegen darfst, was du wirklich möchtest. Meine liebe Waage. Ja, ich bin soweit fertig. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Solltest du ein persönliches Reading wünschen, guck unten in die Infobox, da findest du die entsprechenden Kontaktdaten und ich freue mich total von dir zu hören. Ja? Ansonsten wünsche ich dir von ganzem Herzen alles Liebe. Lass mir gern einen Daumen nach oben da, ein Abo. Dann wirst du benachrichtigt, sobald ich das nächste Video hochlade. Und wünsche dir bis dahin alles Liebe. Tschüss.